Und genau hier waren wir zu den Dreharbeiten der Bücherdiebin. Ah, okay. Und standen auf dem Marktplatz, Untermarkt, mitten in der Bücherverbrennung. Also haben die Zeitreise selber erlebt. Es war beängstigend und gleichzeitig faszinierend. Und ja, die Altstadt hat viel zu bieten hier, ne? Auf jeden Fall. Waren Sie schon bei der Vorleserin dort, wo gedreht worden ist? Nee, Vorleserin. Also Richtung Bahnhof, Richtung im Gründerzeitviertel dann dort. Ja, das ist ohne Worte. Aber es steht alles hier, können Sie alles. Wir haben nur noch einen Tag, das ist schon ganz gut, wenn wir jetzt Tipps kriegen. Den Flyer gibt es dazu in Touristinformationen, da stehen ganze Drehorte da und wir waren bei einigen schon dabei und es ist faszinierend. Und gerade Budapest Hotel haben Sie gerade gesehen hier mit Mendels. Mit der Süßwarengeschichte und also wirklich ein Traum. Ne? Schönen Abend. Ja. So, das war der braune Hirsch, wo schon viele Filme gedreht worden sind und ja, mein Gefängnis und Gruft, das weiß ich jetzt nicht genau. So, Gefängniszelle im Goethe ist das. In der neuen Verfilmung Goethe. Und hier haben wir das eben berühmte, angesprochene vom Grand Budapest Hotel von Mendels mit Jeff Goldblum und Faszination pur. Und deswegen im Gollywood and the Oscars. Oscar goes to Gollywood. Hier sind die Filme im Teil drin. Das schweigende Klassenzimmer haben wir auch gesehen und Jeder stirbt für sich allein, die Neuverfilmung noch nicht. Vermessung der Welt auch. Also wie gesagt, über 100 nationale, internationale Filme wurden hier gedreht, bis jetzt. Zurzeit dreht Henry Hübchen, ja, mit einem Herrn Hesselhoff. Aber uns interessiert der Hübschen. Und nach diesem kurzen Exkurs zur Gollywood und zu dem Film und zur Verfilmung von Weltliteratur, jetzt nochmal ein Blick über den Untermarkt und die Häuser und Gaststätten und Teile des Rathauses. Schönen Abend und gute Nacht vom Sachsenkanal. Sender Weiß Sachsen, Sender Karl-Marx-Stadt und im Sender Chemnitz. Wir waren gerade im Untermarkt und der Untermarkt ist eigentlich ein Riesenmarkt und in der Mitte des Untermarktes ist dieser große Gebäudekomplex gebaut worden mit dem Hotel Börse, der Waage und dem anderen, was wir in der Stadtführung schon hatten. Und was ich vergessen hatte zu erzählen, wir waren ja bei der Bücherverbrennung bei den Dreharbeiten der Bücherdiebin dabei und das hatten wir uns lange unterhalten mit einer Buchhändlerin, die das selber nicht dabei war. Aber die Buchhändlerin hat ihr Geschäft in der Brüdergasse und die hat aber einen Teil der Bücher zur Verfügung gestellt. Die haben tausende von Büchern verbrannt und sie hat hinterher dort mit zusammengekehrt die Kohlenstoffreste und die Asche und hat ein paar hundert Bücher noch dann trotz der erfolgten Verbrennung gerettet und ihr hat das Herz geblutet. Sie hat es so überzeugend erzählt und wir hatten gedacht, das ist ja dann gelöscht worden alles, das wäre vernichtet, aber nein, einige hundert Bücher, ich sprach von 500 Büchern, hat sie gerettet und die gibt es bei ihr auch im Antiquariat zu kaufen, Brüdergasse, neben dem Schlesischen Museum, vorher, direkt am Untermarkt eigentlich, ja, sorry. Vom Bahnhof Görlitz sind wir die Jakobstraße lang gelaufen zur Straßburg-Passage am Platz mit den Petersilien, mit der Petersilie vorbei. Und jetzt stehen wir vor dem Tor, vor dem Goldenen Tor, dort wo die berühmten Szenen der Vorleser gedreht wurden mit Kate Winslet und David Cross und
Wir gehen jetzt mal hier rein. Wie gesagt, Gollywood, wie in vielen Filmen. Und hier fand ein wesentlicher Teil der Handlung statt. Immer wieder mit den Innenhöfen. Sehr schön. Wieder raus zur Jakobstraße Richtung Postplatz und Kaufhaus. Wir gehen durch die Theaterpassage. Den für uns wichtigsten Teil habe ich vergessen zu erwähnen, nämlich die Literaturverfilmung von Telkamps Turm. Die zwei Teile mit Jan-Josef Liefers, Claudia Mikkelsen, Götz Schubert. Wunderbare Literaturverfilmung und da gab es auch drei Drehorte hier in Görlitz. Die haben wir jetzt nicht mit aufgenommen, weil das von außen nicht zu sehen, weiter zu sehen ist. Und wir hatten schon berichtet über den Dreh von und den Drehorten vom Turm von, aus Dresden, vom Weißen Hirsch. Und waren dort auf Telkamps Spuren mit dem Stadtführer unterwegs. Da gibt es ein eigenes Video von einer halben Stunde bei uns hier im Sachsenkanal. Ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt sind wir weiter auf den Spuren vom Turm mit Jan-Josef Liefers. Und ja, richtig gelungen und schön. Jetzt sind wir auf den Spuren vom Turm, von Uwe Telkamps Turm. Den wir für einen der besten deutschen Literaturverfilmungen, für einen der besten deutschen Literaturverfilmungen halten. Und ich bin überzeugt davon, und auch die Macher des Sachsenkanals, dass heutzutage kein Buch mehr von Uwe Telkamp verfilmt wird, werden wird. Wir sind froh, dass damals die Verfilmung ja, realisiert worden ist. Leider haben wir bis heute kein offizielles Statement von Jan-Josef Liefers oder Götz Schubert oder Claudia Mikkelsen gehört für Telkamp. Und privat wissen wir, dass sie das so sehen, aber ich hätte es gerne auch öffentlich gehört. Wer, wenn nicht diese Damen und Herren? Aber das nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung. Jetzt besuchen wir einen der Drehorte von Telkamp, wie gesagt, vom Turm. Und wir hatten uns damals gewundert, dass noch so ein Straßenzug in Dresden geben soll. Da haben wir noch nicht gewusst, dass diese drei Drehorte in Görlitz genutzt worden sind. Jetzt haben wir einen der Drehorte vom Turm mit Jan-Josef Liefers erreicht. Und zwar die Landskronenstraße, Ecke Leipziger Straße. Schöner Platz hier und so. Den Zauberlehrling haben wir noch nicht gesehen. Nur den Vorleser, die Bücherdieben, Grand Budapest Hotel, Vermessung der Welt, Junge Marx haben wir auch noch nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, ob ich den wirklich sehen möchte, weil zu viel über Marx in der Kindheit und Jugend in der Schule gehabt. Habe ich eine gewisse Aversion, obwohl ich aus Karl-Marx-Stadt komme. Der Hauptmann, auch eine Empfehlung. Und ja, und natürlich die Hauptempfehlung ist der Turm. Nach dem Buch von Telkamp. Mit Jan-Josef Liefers und
Fritz Schubert und der Frau Mikkelsen. So, sehen wir noch, was Neues geboten wird. Das war's für uns vom Sachsenkanal zu Görliwood in Görlitz.